Ein wahrer Protzpalast. Majestätische Inneneinrichtung und eine vergoldete Toilette im Bad. Wir sehen das Anwesen von Alexei Safonow. Der 45-Jährige ist Leiter der Verkehrspolizei von Stavropol. Es ist das Resultat von jahrelanger Korruption und Erpressung. Jetzt wurden Safonow und 35 seiner Polizisten von einem Untersuchungsausschuss festgenommen. Den Ermittlern zufolge hatten der Polizeichef und seine Kollegen in mafiöser Manier lokale Autofahrer erpresst und Lkw-Fahrern Pässe verkauft, um Sicherheitskontrollen zu entgehen. Auch der Verkauf von ausgefallenen Nummernschildern spülte Geld in die Tasche der Verkehrspolizisten. Bei einer großen Razzia mit mehr als 80 Durchsuchungen wurden zahlreiche Luxusautos und Geldsummen von insgesamt 19 Millionen Rubel, also rund 220.000 Euro, sichergestellt. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.